Okay, wir haben hier eine recht klassische Szene, die könnte so oder so ähnlich in jedem Krimi stattfinden. Das ist die Szene einer Verhaftung. Ich würde mir die gerne mal mit euch näher anschauen und schauen, ob wir was an der verbessern können oder was genau wir daran verbessern können. Dazu lese ich sie erstmal. Ja, und ich denke, wir werden das in zwei Teile aufteilen müssen, auch wenn die Szene nicht lang ist. Sie ist knapp eine Seite, ist das zu viel für einen Screencast. Okay, aber erstmal das lesen, was da ist. Exterior oder Außen, Tankstelle, Nacht. Das ist übrigens eine Szene aus dem Drehbuch eines meiner Studenten, der eingewilligt hat, dass ich die Szene für diese Zwecke benutzen kann. Eine spärlich beleuchtete Tankstelle an der Autobahn. 8 Zapfsäulen, dahinter das Tankstellengebäude. Hinter dem Tankstellengebäude befindet sich ein Stück Wald. Auf dem Parkplatz der Tankstelle steht ein VW-Bus, ansonsten ist der Parkplatz leer. Die Kamera fährt zurück und gibt den Blick frei auf ein Polizeiauto, welches außerhalb des Lichtkegels steht. In dem Polizeiauto sitzen zwei Polizeibeamte, circa Mitte 30 Jahre alt. Ein weiteres dunkles Auto, hier ist ein Tippfehler, nähert sich. Darin sitzt Jenner. Jenner ist der Kommissar. Er fährt an das Polizeiauto heran und kurbelt das Seitenfenster herunter. Polizeibeamter 1 zu Jenner. Die Beschreibung passt auf den VW-Bus. Jenner, haben Sie irgendetwas Auffälliges beobachtet? Der Polizeibeamte schüttelt den Kopf. Jenner und die zwei Polizeibeamten, müsste das glaube ich heißen, wurscht, steigen aus ihren Fahrzeugen aus. Sie nähern sich dem VW-Bus mit gezogenen Waffen. Als sie etwa 3 Meter vom VW-Bus entfernt sind, heult plötzlich der Motor des VW-Bus auf. Der Bus macht einen Satz nach vorne, setzt zurück, wendet und fährt mit quietschenden Reifen zur Autobahnauffahrt. Plötzlich sehen wir ein anderes Polizeifahrzeug, das aus dem Dunkel herangefahren kommt. Es versperrt dem VW-Bus den Weg. Der VW-Bus bremst abrupt, wendet und fährt in die andere Richtung auf den Wald zu. Der VW-Bus rast in die Bäume. Hier fehlt was. Der Motorblock fängt an zu rauchen, der Bus kommt zum Stehen. Jenner rennt hinter dem Bus her, die beiden Polizeibeamten folgen ihm. Er rüttelt an der Fahrertür und versucht, sie zu öffnen. Gemeinsam mit den beiden Polizeibeamten tritt Jenner die Tür ein. Okay. Das ist die Szene, so wie sie erstmal hier steht. Die ist erstmal nicht verkehrt. An der ist technisch nichts auszusetzen. Die kann man so schreiben. Aber wie euch vielleicht auch aufgefallen ist, das sind zwei Sachen. Das eine geht schon damit los, wenn ich mir die Szene einfach nur anschaue, vom Bild auf der Seite. Da ist wahnsinnig viel Text. Das Verhältnis von Schwarz, also Buchstaben und freier weißer Seite ist nicht das, was ich erwarte, wenn ich ein Drehbuch aufschlage. Das heißt, das Ganze sieht eher aus wie ein Roman als wie eine Seite aus einem Drehbuch. Das Zweite ist, dass das, was einem auffällt, wenn man es liest, das liest sich auch nicht so flüssig. Es ist ja eigentlich erstmal eine Situation, die spannend ist, die auch ein bisschen Action-Bits hat, aber irgendwie ist das ein bisschen ausgebremst, so wie es hier geschrieben wird. Das ist das, worauf ich mich jetzt konzentrieren würde, wenn ich diese Szene überarbeiten würde. Das heißt, oben habe ich schon mal meine Kopfzeile, außen oder Exterior hat er gewählt, hier Tankstelle Nacht. Eine spärlich beleuchtete Tankstelle ist doppelt, brauche ich nicht. Ich weiß ja schon, dass ich an der Tankstelle bin. Das heißt, ich würde versuchen, das, was an Informationen nicht notwendig ist, irgendwie zu straffen. Und ja, das gucken wir uns jetzt einfach Stück für Stück an. Okay, also, wenn ich das hier mal umschreiben würde, lassen wir das Original nochmal stehen, dass wir sehen, ob wir alles haben, was wir brauchen. Also, spärlich beleuchtete Tankstelle, Zapfsäule. Es ist nicht wirklich wesentlich, ob da 8 Zapfsäulen stehen, 4 Zapfsäulen, 2 Zapfsäulen, das Tankstellengebäude. Also wir alle haben schon mal eine Tankstelle gesehen an der Autobahn. Ich glaube, das ist nicht eine wesentliche Beschreibung. Das bremst. Was wesentlich ist, ist, dass es spärlich beleuchtet ist, dass dahinter ein Stück Wald ist und dass da der Parkplatz leer ist oder zumindest leer aussieht. Okay, also wir können gleich mit dem Parkplatz starten. Ich würde sagen, der Parkplatz der Tankstelle scheint leer. So, hier, ich kann natürlich auch schreiben, der Parkplatz der Tankstelle ist leer, ist er aber natürlich nicht, weil da ist ein VW-Bus, was wir gleich sehen und später sehen wir ja, dass noch andere Fahrzeuge sind, also scheint leer, dann gleich bis auf einen VW-Bus. So, jetzt können wir hier den Wald unterbringen. Der in der hinteren Ecke am angrenzenden Wald parkt.
Okay. Können wir das hier schon mal löschen? Und auch das nächste Stück, der nächste Satz ist unnötig. Das haben wir alles schon kürzer, knapper, knackiger formuliert. So, jetzt haben wir hier, die Kamera fährt zurück und gibt den Blick frei auf ein Polizeiauto. Die Kamera, die zurückfährt. Das ist erstmal nicht verboten, die Kamera im Drehbuch zu erwähnen. Das kann man machen, aber es ist in diesem Fall vor allen Dingen nicht die eleganteste Lösung. Warum ist es nicht die eleganteste Lösung? Ich möchte ja das Ganze so schreiben, dass der Leser den fertigen Film im Kopf hat. Und der fertige Film soll ja den Eindruck vermitteln, dass das Geschehen sich vor meinen Augen ereignet. In dem Moment, in dem ich eine Kamera erwähne oder Kamerabewegungen, haue ich den Leser oder den Zuschauer, den Leser erstmal zunächst raus. Ich erwähne nämlich, hey, das hat hier jemand geschrieben, das sind nicht die Ereignisse, so wie sie jetzt gerade passieren. Es ist auch eine Regieentscheidung, könnte man sagen. Kann man reinnehmen, wenn es wesentlich ist? Ich glaube, man kann es hier eleganter lösen. Ich würde wahrscheinlich hier hingehen, mir fällt jetzt spontan nichts ein, wie ich das ohne die Kamera zu erwähnen oder ohne zu erwähnen, eine technische Formulierung habe, zu erwähnen, dass wir irgendwie den Blickwinkel ändern, erweitern, wie auch immer. Ich würde wahrscheinlich einfach damit spielen, dass das Ganze ja sowieso in der Nacht spielt. Das heißt, ich kann es später dem Regisseur überlassen, ob der schwenken will, ob der die Kamera nach hinten fahren will oder wie auch immer wir das gestalten. Und ich kann einfach schreiben, zum Beispiel bei genauerem Hinsehen kann man im Dunkel ein weiteres Fahrzeug erkennen. So, warum schreibe ich hier nicht gleich, dass es sich um ein Polizeiauto handelt? Ich möchte natürlich diesen Schritt, dass ich erst nichts sehe, danach sehe ich ein Fahrzeug und ich weiß aber nicht genau, wer es ist. Es könnte ja auch sein, dass das, keine Ahnung, ein Komplize ist. Ich möchte diese Spannung ja aufrechterhalten, auch in der Art und Weise, wie ich schreibe. Das heißt, ich gebe erstmal nicht, sage erstmal, okay, ein weiteres Fahrzeug, Pünktchen, aber natürlich muss ich dann sagen, dass es sich um ein Polizeiauto handelt, also ein Polizeiauto. So, jetzt müssen wir wissen, dass da noch zwei Polizeibeamte drin sitzen, die Mitte 30 Jahre alt sind. Also im Fahrzeug sitzen zwei Polizeibeamte, oder ich könnte auch schreiben Polizisten, das ist wurscht. Mitte 30 einfach nur reicht hier in dem Fall. Die sind nicht weiter wichtig für das Geschehen. So, damit habe ich das hier schon abgedeckt. So, jetzt kommt ein weiteres dunkles Auto, nähert sich. Darin sitzt Jenna. Jenna ist der Kommissar, der Ermittelnde. Den haben wir ja jetzt schon die ganze Zeit gesehen. Eine Verhaftung findet ja nicht am Anfang der Geschichte statt. Ich brauche jetzt nicht ein weiteres dunkles Auto. Das ist langatmig, das bremst mich aus. Das heißt, ich würde eher sagen, Jenna fährt vor und bleibt neben ihnen stehen. So, jetzt haben wir diese ganze Aktion mit dem Seitenfenster, was runtergekurbelt wird. Ich bin mir gar nicht sicher, dass es noch Autos gibt, Polizeiautos, an denen man kurbeln muss. Normalerweise sind da ja nur so Knöpfe und das Fenster fährt runter, aber das ist ja erstmal nur ein technisches Detail, das ist ja wurscht. Ich würde aber nicht aus dem Grund, sondern aus anderen Gründen dieses Seitenfenster runterkurbeln weglassen. Das ist ein Detail, das bremst uns. Wir brauchen es nicht wirklich. Wir wollen hier nicht bremsen, wir wollen nach vorne, wir wollen die Handlung vorantreiben. Das heißt, ich würde die alle miteinander aussteigen lassen. Alle steigen aus. So, jetzt haben wir hier ein Stück Dialog. Was ist mit dem Dialog? Fragen wir uns erstmal, wozu dient der Dialog hier? Einmal, glaube ich, dient es dazu, dass der Autor selber gesehen hat, der hat wahnsinnig viel Prosatext, wahnsinnig viel Beschreibung, wahnsinnig viel Handlung und wollte das ein bisschen auflockern, indem er da Dialog dazwischen steckt. Der zweite Grund ist, glaube ich, hier was, um dem Zuschauer, der vielleicht zwischendrin aufs Klo gegangen ist, nochmal was mitzuteilen. Die Beschreibung passt auf den VW-Bus. Das scheint mir so zu sein, dass der Adressat dieses Dialogs eher der Zuschauer ist und nicht der Kommissar. Der weiß das schon, sonst wäre er hier gar nicht aufgekreuzt. Also das ist unnötig. Ich würde den Dialog einfach streichen. Und auch den nächsten Dialog, haben Sie irgendetwas Auffälliges beobachtet? Ich kann darin nicht wirklich einen Sinn erkennen, außer dass es uns, also es bremst uns einfach schlicht und es ist ein bisschen so eine Floskel. Was soll da Auffälliges, ja, also das brauchen wir hier nicht. Wir wollen irgendwie in die Handlung, wir wollen nach vorne gehen und nicht bremsen.
So, damit kann ich auch, der Polizeibeamte schüttelt den Kopf, das ist ja nur eine Reaktion auf den Dialog, das kann ich auch streichen. Jenna und die zwei Polizeibeamten steigen aus ihren Fahrzeugen aus, haben wir schon, alle steigen aus, weiter oben. So, sie nähern sich dem VW-Bus mit gezogenen Waffen. Hier ist ein Stück, das würde ich, glaube ich, eher in Handlung, also die haben nicht die Waffen schon gezogen, sondern ich würde eher tatsächlich das beschreiben, was da passiert. Das ist ja ein sehr spannender Moment, das ist ein Moment, wo ich wirklich visuell auch erzählen kann. Ich würde auch außerdem die drei voneinander trennen. Also es gibt ja eine Hierarchie. Jenna ist ja wesentlich wichtiger als die zwei Polizeibeamten. Das heißt, ich würde hier schreiben, Jenna zieht die Pistole. Und dann entweder und geht voraus oder und folgt den Polizisten. Das ist irgendwie quasi die Choreografie, die der Autor gerne haben möchte. Ich würde die nicht gemeinsam gehen lassen. Also, keine Ahnung, und geht voraus. Wurscht, könnte man auch andersrum machen. So, die beiden, zu dritt nähern sie sich dem VW-Bus. Es ist wesentlich, glaube ich, zu sagen, dass die alle drei dorthin gehen, dass nicht einer von denen zurückbleibt bei dem Fahrzeug. Das unterstreicht auch die Gefährlichkeit des Täters, den sie da jetzt verhaften möchten. Also das ist nicht jemand, also ja, nähern sie sich dem VW-Bus, hatten wir gesagt. Okay. So, jetzt kommt hier, als sie etwa 3 Meter vom VW-Bus entfernt sind, okay, erstmal 3 würde ich ausschreiben, alle Zahlen bis 12 werden ausgeschrieben und im Dialog werden sowieso grundsätzlich alle Zahlen ausgeschrieben, weil das einfach für die Schauspieler leichter ist. Aber gut, das ist hier wirklich Haarspalterei, aber als sie etwa 3 Meter vom VW-Bus entfernt sind, hier fehlt ein wesentliches Detail. Was bedeutet es, 3 Meter vom VW-Bus entfernt zu sein? Von welchem Teil des VW-Busses? Stehen Sie 3 Meter hinter dem VW-Bus? Das würde bedeuten, dass Sie ja ziemlich weit entfernt vom Täter oder vom Fahrer des Busses stehen, wenn wir davon ausgehen, dass der Fahrer des Busses der Täter ist, den Sie verhaften möchten. Stehen Sie allerdings 3 Meter von der Fahrertür entfernt, heißt es, Sie machen einen Schritt und haben Zugriff. Insofern, finde ich, muss man das ein bisschen genauer schreiben hier. Lassen wir jetzt, das ist eine Entscheidung, lässt man jetzt Jenna oder lässt man auch die zwei Polizisten was machen, damit die nicht solche Schachbrettfiguren da sind. Ich würde wahrscheinlich die beiden Polizisten da jetzt mal an die Tür gehen lassen. Okay, die beiden Polizeibeamten sind etwa 3 Meter. Ups. 3 Meter von der Fahrertür des VW-Busses entfernt oder VW-Bus-Apostroph entfernt. So, heult plötzlich der Motor, ups, hier ist auch ein Fehler, der Motor des VW-Bus auf. Plötzlich ist nicht so eine gute Idee. Plötzlich gehört eher in Romane als in Drehbücher. Wir sehen ja hier schon die Gleichzeitigkeit. Wir können uns hier schon, so wie das geschrieben ist, vorstellen, dass das unmittelbar auf einmal passiert. Das ist im Grunde genommen hier ein Füllwort. Insofern würde ich das weglassen. Der Autor hat hier übrigens ganz interessant, das wird in deutschen Drehbüchern nicht so oft gemacht, er hat hier Kapitelchen, also Großbuchstaben gewählt für die Action-Bits. Das kann man machen, muss man nicht, kann man machen. Wir übernehmen das einfach, wenn er das so haben möchte. Okay, die beiden Polizeibeamten sind etwa 3 Meter von der Fahrertür des VW-Bus entfernt, als der Motor laut aufheult. So, dann, der Bus macht einen Satz nach vorne, setzt zurück, wendet und fährt mit quietschenden Reifen zurück zur Autobahnauffahrt. Das ist jetzt hier sehr lang, denn ich habe auch das Gefühl, als ob das ein bisschen bremst. Ich würde den gleich zurücksetzen lassen und zur Autobahnauffahrt fahren. Und wir brauchen keine Wendemanöver. Wir sind alle schon mal auf der Autobahn gefahren, müssen nicht wissen, wie genau der wenden muss, um da hinzukommen. Also eher sowas wie, der VW-Bus setzt ein Stück zurück in Richtung Autobahnauffahrt. Autobahnauffahrt. Okay, soweit für diesen Screencast. Ich würde das, damit es nicht zu lang wird, in einer zweiten Folge fortsetzen.